erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Gefangenenlager Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie sich die Horde vor unseren Toren sammelt. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, hört auf meine Warnung. Diese Seuche in den Nordländern könnte tragische Folgen haben. Seuche? Ihr Magier seid doch paranoid. Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Seuche eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Ich habe schon gesagt, die Kirin Tor sind bereit. Wir stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne einen Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Wir machen sie nicht zu Gefangenen im eigenen Land. Sind Sie gefangen, guter König? Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit drohen erneut. Sie werden die ganze Welt in einen Krieg stürzen. Genug damit! Wachen! Entfernt diesen Irr! Hört doch! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen, im vergessenen Land Kalimdor. Lasst ab, Botschafter. Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für plappernde Propheten. Unser Land wird belagert. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst. Nun geht! Ich habe bei den Menschen schon einmal versagt. Doch das werde ich nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich jemand anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt liegt es an Ihnen. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Euch auch, mein Junge. Schön, dass König Terenas euch geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater wird doch noch träumen dürfen, oder nicht? Hier ist die Lage. Unsere Späher haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich vermutet hatte. Es kommt noch schlimmer. Sie sind im Begriff, das nahegelegene Dorf Stranbrat anzugreifen. Unseres Wissens nach ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort auf das Lager der Orks vorrücken. Werdet ihr allein mit der Verteidigung von Stranbrat fertig? Gewiss, Uther. Seid unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Orklager, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Besteht Gefahr? Natürlich. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Ja, mein Lehnsherr. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Seid gegrüßt.
Natürlich. Gewiss. Ein solider Plan. Ich bin hier, um zu helfen. Wir kämpfen für Lordaeron! Zu den Schwertern! Das Licht ist meine Stärke. Elender Kerl! Für euch gibt es keine Rettung mehr. Für die Ehre. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Eine Gruppe Knolle hat meinen kleinen Timmy entführt und zu ihrem Versteck im Wald gebracht. Bitte bringt ihn mir gesund wieder. Natürlich. Ein solider Plan. Gewiss. Natürlich. Hilfe! Bitte helf mir! Ich sitze im Käfig fest! Was braucht ihr? Lasst mich mal ran! Besteht Gefahr? Bitte holt mich hier raus! Ich will nach Hause! Natürlich. Oh, vielen, vielen Dank. Bitte, nehmt dies als Belohnung. Die Gerechtigkeit wird siegen. Gewiss. Ich bin hier, um zu helfen. Natürlich. Für die Ehre. Gewiss. Natürlich. Helft uns! Es ist eine Falle! Nehmt ihnen alles ab, Männer. Schnappt euch alles von Wert. Gewiss. Für die Ehre. Gewiss. Ein solider Plan. Natürlich. Hilfe! Wir werden von Banditen bestohlen! Ha. Rückt eure Münzen raus, wie alle anderen vor euch. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es bedeutet uns alles. Für die Ehre. Natürlich. Gewiss. Natürlich. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ein solider Plan. Jetzt sprecht euer letztes Gebet. Ich bin hier, um zu helfen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ein solider Plan. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Gewiss. Ja, mein Lehnsherr? Ich stehe für das Licht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Gewiss. Für die Ehre. Verdammt, der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder! Für die Ehre. Gewiss. Ein solider Plan. Gewiss.
Ihr habt das Licht verraten. Ein solider Plan. Natürlich. Ein solider Plan. Natürlich. Für die Ehre. Schafft diese elenden Wichte zusammen mit den anderen fort. Bewegung! Ein solider Plan. Sag das Zauberwort. Schon unterwegs. Ich bin hier, um zu helfen. Gewiss. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Natürlich. Angriff! Gewiss. Die Gerechtigkeit wird siegen. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Gewiss. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ein solider Plan. Für die Ehre. Gewiss. Befehle? Angriff! Ich stehe für das Licht. Ich bin hier, um zu helfen. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Ein solider Plan. Spürt meinen Zorn! Natürlich. Ja, mein Lebensherr. Befehle. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ein solider Plan. Seid gesegnet, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt. Wir finden sie und bringen sie sicher nach Hause. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Orklager. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir!